lernen Sie das schrägste Nachrichtenteam der Welt kennen. In der entmilitarisierten Zone wurde auf koreanische Soldaten geschossen! Oh, Herrgott, tut mir wirklich leid. Jemand hat die Meldung komplett in Großbuchstaben geschrieben und ich dachte, ich muss sie laut schreien. Freak ist ein schlichtes Gemüt. Wollen Sie mein Lächeln sehen, das ich aufsetze, wenn ich für Fotos posiere? Ja, bitte. Das ist das Wunderschönste, was ich jemals gesehen habe. Champ ist ein echter Kerl. Er sagt, Sie sind ein krankhafter Alkoholiker, ein Rassist. Und ich sagte, Etto, dreckiger Polacke, es ist 10 Uhr morgens, lass uns erstmal was trinken. Brian ist ein Frauenschwarm. Du bist ja echt ein haariges kleines Ding. So ist es gut, Spiel für mich. Oh, Baby. Und Ron ist der Boss. Heute geht's in der Top-Story um Crack. Ich höre gerade, wir haben etwas Crack hier und wir werden es direkt im Studio rauchen. Oh, wow! Wow! Das merkt man sofort. Einfach erfrischend. In diesem Jahr. Wir starten einen 24-Stunden-Nachrichtensender und wir wollen Sie. Die Lokalnachrichten gehen weltweit auf Sendung. Ich schwöre, ich werde wieder die Nummer 1. Yeah! Wo ist meine Wetterkarte? Schau auf den Monitor. Ja. Oh. Wo sind meine Beine? Ich habe keine Beine, Ron. Rick, das kommt daher, weil deine Hose ebenfalls grün ist. 93! Nein. 93! Unsere Quoten sind der Wahnsinn! Ihr habt voll eingeschlagen! Ich will ja nicht prahlen oder so, aber seit wir berühmt sind, rennen mir die Frauen die Bude ein. Können wir ein Rendezvous machen? Ja. Sie sind weder schwarz noch Asiate. Was sind Sie? Ich bin schwul. Schlafen Sie in einem Sarg? Nein, das sind Vampire. Dürfen Sie bei Sonnenlicht rausgehen? Das sind auch Vampire. Sind Sie ein Vampir? Nein, ich bin schwul. Ich habe ein Rendezvous. Wir geben dir jetzt erstmal ein bisschen Schutz. Brian Fantanas weltberühmtes Lümmeltütenkabinett. Gefällt dir was? Der verantwortungsvolle Pirat? Die Nahkampfsocke? Ich hab's, Brian. Wie wär's mit dem maskierten Gast? Mit dem Kondom habe ich 4 meiner 7 unehelichen Kinder gezeugt. Aber Brian, genau deshalb trägt man doch ein Kondom. Naja, damit man die Frau nicht schwängert. Na, du kennst doch die alte Redewendung. Scheiß drauf.